Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Train Sim World. Mein Name heißt Gardorus und links eingeblendet und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und wir schauen uns jetzt mal an die Strecke Weihnachtsschließung. Denn ja, ich habe vor kurzem im Fernsehen die erste neue... Ich lese mal kurz vor. Es sind Weihnachtsferien und Network Rail hat London Paddington im Zuge des Crossrail-Baumkorns geschlossen. Die Züge werden in Erling Broadway gedreht und fahren dann nach Slough zurück. Los geht's. Ja, ich habe neulich mit einiger Verbitterung oder Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass es schon die erste Weihnachtswerbung im Fernsehen gab. Ich glaube, da ging es um Spendengeschenke zu Weihnachten. Erinnert euch, wir hatten eine große Spendenaktion für die SOS Kinderdörfer und hier kann man jetzt irgendwas verschenken oder so. Und da gab es schon Weihnachtsbaumwerbung, habe ich echt die Krise bekommen. So, unsere Aufgabe. Begeben sich zu Bahnsteig 3. Das heißt, wir werden jetzt auch mal hier wieder den Bahnhof erkunden. Hier Informationstafel, Disruption on the Line. Following thorough review, we are pleased to announce that planned block of the line will no longer go ahead. Also das heißt, interessant, sogar hier am schwarzen Brett hängen die Änderungen, die uns hier in dieser Mission, sagen wir mal, kundgetan werden, die hängen da sogar dran. Und ja, das macht natürlich die Spielwelt nochmal um einiges realistischer. Finde ich interessant. So, 1 von 25 Befehlsstäben gesammelt. Warten Sie auf Zug. So, wir gucken uns trotzdem mal ein bisschen um. Also hier haben wir nochmal, die kleineren Kaliber. Da gab es auch wieder wilde Diskussionen, dass ja die englischen Schnellzüge Schrott sind und die deutschen wieder viel besser. Da sieht man, was passiert, wenn man die AfD ins Parlament wählt. Dann, Oh nein. Das Thema fange ich nicht an, da werde ich mal in aller Ruhe mal in meinen Bauernhof drüber reden. In unserem Format auf Gardehol 2, dem Kanal für das Entspannte und... Ja, wie soll man das nennen? Also das ist etwas andere Gameplay als hier in diesem Kanal. Werde ich also in Kürze auch wieder neue Folgen aufnehmen. Und da fehlen ja natürlich auch die weiteren Folgen von Säulen der Erde und so. Im Moment hetze ich aber von einem Termin zum nächsten, von einem Ding zum nächsten. Das ist im Moment echt ein bisschen nervig. So, hier ist unser Zug. Das wird unser Zug werden, glaube ich. Der Kollege steigt doch schon aus. Vielen Dank fürs Aushelfen heute. Mit Ihren lokalen Kenntnissen sollten die Manöver in Ealing Broadway reibungslos verlaufen. Sobald Sie bereit sind, übernehmen Sie bitte die Kontrolle des Zugs. Okay, ich übernehme bitte die Kontrolle des Zuges. So, machen wir die Luke zu. Dann gucken wir mal. Jetzt haben wir erstmal die Leute einsteigen lassen hier. Ich wollte es ein bisschen schön zeigen, aber irgendwie kann man hier die Kamera rum. Jawohl. So, wir gehen also hier auf den Bahnsteig. So, jetzt lassen wir Leute einsteigen. Und danke für den Tipp, dass wir nur ganz kurz entriegeln müssen. So. Danke für den Tipp, dass wir nur ganz kurz auf die Tabulator-Taste drücken müssen. Dann funktioniert das auch mit dem richtig Schalten. Mal gucken, ob wir jetzt hier reingehen können. Da kommt gerade noch ein Zug vorbeigefahren. Wir können sogar die Fenster aufmachen. Ist das cool oder ist das cool? So, gehen wir mal hier rein. Na. So, das will er dann durch. Schade. Wir waren aber schon mal drin, ne? Wir haben uns ja schon mal angeguckt. Ich bin der Zugbediensteter, ich darf das. Ich stehe hier in der Tür fest. Ja, Glückwunsch. Sehr gut. Okay, wir machen schon mal mit dem... Was haben wir denn hier alles? Ach, guck mal, hier ist sogar das Streckennetz. Und No Smoking, das heißt, man darf hier nicht irgendwelche piekfeinen Anzüge tragen. Haben wir aber, glaube ich, als Lokführer eh nicht. Gut. Wunderbar. Ja, mein Englisch ist perfekt. Da haben ja auch einige gezweifelt, nachdem sie Frostpunk gesehen haben, aber ich lade euch natürlich gerne ein, simultan zu übersetzen, Gameplay zu zeigen, zu moderieren, keinen Bullshit zu erzählen und so weiter. So, links verriegeln. So, dann signalisieren wir kurz, dass wir wach sind. Und dann können wir hier schon mal den Zug aufrüsten. Und ich glaube, da kann es losgehen. Ah, es ist immer wieder cool. Und jetzt sogar in Winterlandschaft. Was irgendwie noch cooler ist.
Da geht's auf die Strecke. Ja, und die große Frage, die sich alle hier anwesenden Beteiligten natürlich jetzt stellen, ist, wird es dem Herrn Rohl gelingen, dass er denn ja jetzt auch pünktlich zum Stehen kommt? Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Und ja, es haben sich einige gewünscht, dass ich umstelle imperialistisch. Nee, wie heißt das? Imperial. Ja, wie heißt denn das richtig? Was ist gar nicht? Auf metrisches System. Habe ich jetzt mal gemacht, um zu zeigen, warum ich damit ein kleines Problem habe. Denn wir sehen jetzt hier die Geschwindigkeiten. Aber angezeigt, 20 Kilometer ist die Entfernung. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, so zur Einschätzung. Das ist ungefähr der Weg, den ich immer zur Schule gebraucht habe. Und jetzt sehen wir beim Tacho, dass wir 60 km/h fahren. Und wir sehen hier unten, dass wir da aber weiterhin die Anzeigen in Meilen haben. Und es war in der Vergangenheit so, dass dann immer Leute gesagt haben, naja, wenn du das so machst, dann ist es halt irritierend, weil auf der einen Seite steht das eine, auf der anderen Seite steht das andere. Das ist doof. D-O-F. Ja. Deswegen hatte ich gedacht, wir machen das eigentlich im letzten Video, wir machen das mal aus, ne, damit das schön nachvollziehbar ist. Aber es ist ja so, da neulich so einen schönen Comic gesehen, wie man es macht, man macht es halt verkehrt. Ne? Das ist immer so. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen aus hier und genießen mal ein bisschen die Strecke. Würde auch gerne mal dann demnächst mal wissen, wenn wir die Strecken und die Bedienung der Züge ein bisschen besser kennengelernt haben, ob wir dann vielleicht möglicherweise wirklich mal komplett ohne spielen können. Aber wir haben, glaube ich, keine Anzeigen dann für die Geschwindigkeiten und so. Deswegen, ja, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Zumal, wenn jetzt hier Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Strecke sind, es hat ja schon eine halbe Folge gedauert, bis ich begriffen habe, dass wir da unten eine rote Nadel haben, die uns das anzeigt. Ja, was man aber schon mal sagen kann, ist, ihr erinnert euch vielleicht an die Strecken aus dem alten Transit, also dem Vorgänger. Der Grad der Abwechslung hier an den Strecken, ja, und auch weil es ein DLC ist, Link wie in meiner Videobeschreibung, wenn ihr den also kaufen möchtet, oder ja, dass die Detailfülle, also sagen wir mal, wie viele Wops die Bewobbung an der Seite von der Strecke doch deutlich zugenommen hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier durch die Büsche allein schon gucken, wie viele Bäume hier stehen und dann die Häuser und so. Wir können ja mal einen kleinen Ausflug machen hier, das kann man ja immer mal. Da fährt jetzt unser Zug sowieso erstmal problemlos weiter. Mal hier im Vorgarten mit Schaukel, mit Trampolin. Da hinten ist eine Würstchenbude, ein Gartenschuppen. Und wir sehen ja hier nur einen kleinen Ausschnitt von der Strecke. Also da haben die sich schon wirklich nicht lumpen lassen. Das ist ja auch eine Sache, ich bin ja auch genau wie ihr, das lese ich aus den Kommentaren, kein Freund von dieser sehr merkwürdigen Update- und DLC-Politik. Verurteile das auch bei anderen Unternehmen, wie zum Beispiel bei Giants. Wo die DLCs so hier, wie auch bei denen, halt komplett überteuert sind. Aber man muss immer wieder auch dann eingestehen, dass sie qualitativ gut sind. Gut, mit dem Kuhn-DLC bei Giants war ein paar Sachen zu bemängeln, zu begließen. Ist aber auch behoben worden. Hier ist es so, das ist auch ein kompletter DLC mit komplett neuem Gebiet, mit Zügen und ja. Bin gespannt, wann dann die ersten Deutsche Bahn-Sachen kommen. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Habe ich noch keine Infos zu, aber ich versuche ja nach wie vor auch da Regel zu etablieren, dass wir das regelmäßig spielen können mit neuen Inhalten, ist nicht so einfach, sag ich mal. Ist nicht so einfach. Sind ja auch, glaube ich, Briten. Die sind ja gerade im Moment ja auch froh, das Zukunftsprojekt auf diesem Kontinent verlassen zu dürfen. Da werden sie sich noch in das Pfötchen beißen. Denn summa summarum muss man wirklich sagen, und das war, ich hatte das ja auch schon mal angesprochen in meinen letzten Videos, und da kamen auch ein paar komische Kommentare. Es ist einfach, man muss einfach trennen, glaube ich, zwischen dieser Vision Europa und dem Bürokratiemonster Europa. Das Bürokratiemonster Europa, da bin ich natürlich kein Freund von. Als liberaler Geist bin ich gegen jedwede Form der Bürgergängelung, Überwachung, Verstaatlichung, nee, Bürokratisierung, wollte ich sagen. Da ist Europa noch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, da Dinge zu lernen, sagen wir mal. Aber ich bin natürlich absoluter Befürworter der Idee, dass unser Kontinent, die Länder hier in Europa auf jeden Fall zusammenarbeiten. Ich bin gegen die
sagen wir mal, diese Wirtschaftsunion, die da jetzt angedacht wird, ne, mit weiterer Währungsunion, mit eigenem Etat und solchen Sachen, das funktioniert nicht. Da machen sich wieder, das klingt jetzt ein bisschen populistisch, aber da werden sich wieder einige Länder werden sich wieder bequem machen. Und der Anreiz, ja, das, ich sag jetzt mal, das beste Land in Europa zu sein, beziehungsweise nicht mehr auf, sagen wir mal andersrum, nicht mehr auf dem Schlusslicht von Europa zu sein, wo liegt denn der dann noch, wenn es eine Transferunion gibt? Aber salopp gesagt, ne? Wenn eh das Geld dann von Europa kommt. Uns geht's hier nicht gut. Wir haben das ja gesehen beim Länderfinanzausgleich hier in Deutschland, der dringend reformiert werden sollte, ja? Wo zunächst mal sehr viel Geld, damals auch in den, wahrscheinlich auch immer noch zu wenig, ich weiß es nicht, in einigen ostdeutschen Bundesländern in Aufruhr ausgeflossen ist und dann als Konsequenz teilweise in Bundesländern, die noch nicht so den Überblick hatten, dann eine Zeit lang die Straßen verfallen sind und woanders wieder mehr. Also ne, so eine Verteilungspolitik, Föderalismus ist immer schwierig. Und das will ich nicht in Europa haben. Ich will Europa als Idee haben, als großes Ganzes, ja. Da muss man auch Visionen entwickeln, aber abseits von regularischem, abseits von finanziellem, abseits von jetzt gibt der Staat, muss jetzt dem was geben. Es gibt diese Mühle der Umverteilung, die wird immer mehr und da bin ich kein Freund von. Und deswegen bin ich auch sehr kritisch, was der Herr Macron da gesagt hat. So. Wir sind hier aber nicht in Europa, denn wir sind in Großbritannien, das gehört bald nicht mehr dazu. Und da werden sich auch einige dann umgucken können, was das vielleicht dann doch für Konsequenzen hat. Was es doch für Konsequenzen hat, wenn ein Land in der langen Tradition von Großbritannien das Europa verlässt. Sagen jetzt auch einige, naja, es ist eines der stärksten Militärländer nicht mehr in Europa in Zukunft. Da müssen wir jetzt doch die europäische Armee aufrüsten, ja. Genau, um uns gegen wen zu wehren? Den Russen, den bösen, bösen. Ja, wenn man ZDF glaubt, ist es ja der böse Russe. Weiß ich nicht, ob das nötig ist. Ist auch so eine Sache, ne? Na gut, was ich verstehe ist, wir haben irgendwie gefühlt in Europa 40 verschiedene Panzer. Tut's da nicht einer? Aber dann kommt wieder, naja, aber wir wollen unseren eigenen, der deutsche Fuchspanzer ist halt da der Beste und der Leopard und dann in Frankreich ist der und der Panzer für das und das. Ach, das ist doch alles Quatsch. Nee, also da kann man von mir aus noch ein bisschen weiterdenken und das Ganze ein bisschen einschrumpfen, dann wird es auch effizienter. Ne? Bin ich ein Freund von effizient. So, wir sind übrigens sehr effizient, weil wir viel zu schnell sind. Ach ja. So, jetzt habe ich mich doch wieder ein bisschen zur Politik hinreiten lassen. Aber wenn ihr solche Themen und ähnliche Themen dann hören wollt, wie gesagt, mein Bauernhof zum Einschlafen eigentlich, manchmal auch nicht. Wir sind 3,5 Kilometer vom Ziel weg, deswegen nehme ich mal ganz viel Schmackes hier aus unserer Geschwindigkeit raus. Wir fahren immer noch mit 200 km/h auf das Ziel zu, deswegen ja, würde ich auch mal lieber bremsen jetzt langsam. Nicht, dass wir hier jetzt ja komplett versagen. Es könnte spannend werden. Wir fahren 180 und müssen in 2 Kilometern halten. Das sollte eigentlich... Oh nein, bitte nicht schon wieder. Das sollte sich eigentlich ausgehen. ...1,5 Kilometer und wir fahren noch 100. Ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, das geht. Also was nicht passieren sollte, ist, dass wir da am Bahnhof dann Kilometer und Meilen weit vorausschießen, vorbeischießen. So, 800 Meter. Oh, ist ja spannend. Ich weiß auch gar nicht, was dann jetzt die Aufgabe ist, ob wir jetzt nur halten sollen oder ob wir dann noch wenden sollen. Und ich werde wahrscheinlich die Videos irgendwo an einer Stelle dann schneiden. Das schon mal als Ankündigung, weil ich nicht genau weiß, wie lang das Video wird, damit es 2 oder 3 Teile werden. Das heißt, das kennt ihr schon, von Zugsimulationen gibt es keine Begrüßung, keine Verabschiedung dann teilweise. Das bitte ich nachzusehen, aber ich denke, ihr versteht das. Bitte sehr viele, auch sehr große YouTuber, das gar nicht machen. Ich persönlich finde es halt schön, euch zu begrüßen. Du bist dabei. Hey, herzlich willkommen hier in meinem Kanal. Da freue ich mich. Das finde ich durchaus gut. So, jetzt fahren wir mit 30 km/h in Bahnhof. Das sollte eigentlich nicht schief gehen. Also, seit ich erkältet und ich bin immer noch so ein bisschen, Regelkrankkomel. So. Jetzt. Also ich habe immer noch kein Gefühl für den Zug hier, muss ich klar sagen. Also ich habe keine Gefühle für den Zug, ich habe kein Gefühl für den Zug.
So, da fahren wir jetzt mal. Versuchen wir jetzt mal hier irgendwie eine Punktlandung zu machen. Sieht das nicht. Gut, dass wir nicht. Ich glaube auch wirklich, dass. Könnt ihr mir ja mal schreiben in der. In den Kommentaren. Ich glaube, das ist auch wirklich mit das Schwierigste, wenn man Lokführer werden will. Also das Abschätzen. Wo muss ich jetzt hin? Oh, jetzt habe ich den Timer verstellt. Sehr gut. Aber jetzt zum Beispiel leuchten die Flächen hier auf dem Boden, leuchten gelb auf. Warum tun sie das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind jetzt auch wirklich sehr langsam unterwegs, oder? Mal ein bisschen schneller. Ja, bin ich mal gespannt, wie viele Punkte wir da bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob wir auch Punkte verlieren, wenn wir zu viel die Geschwindigkeit überschreiten. Das hatten wir, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon mal sehen wollen, aber nicht sehen können. Vielleicht wisst ihr da mehr. So, jetzt würde ich sagen, hier stehen die Flächen alle auf grün. Da hinten ist der Zug im Bahnhof. Die Haltetafel ist da vorne.